So, hoch da. So. Hier geht's weiter über die Laternen. Und upp. Ah. So. Hier hoch. Schnell, noch eine Minute. Ja. Ich weiß schon, dass ich noch eine Minute habe. Ich nehme mal hier gleich so eine Medizin, nicht, dass wir hier irgendwo runterfliegen. So, das war jetzt auch unser Todesurteil. Oder komme ich da noch irgendwie hoch? Ja doch, ich komme hier noch hoch. Nein, das war jetzt ein Fehler. Okay, das schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Ich hätte gedacht, das wäre leichter. Oder ist hier Ende? Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist da Ende. Vielleicht ist da Ende. Hä? Ja, WTF. Wie soll man das denn schaffen, bitteschön? Und man kommt der Maske immer nur noch ein Stück näher. Alter, verarschen kann ich mich alleine hier, ey. Wie viele Spiele muss man da machen, um so eine scheiß goldene Maske hier zu bekommen, Alter? Kann man den nicht einfach umbringen und dann die goldene Maske nehmen? Ist viel leichter. Ja, gut. So, lauf. Lauf, lauf, lauf. Jetzt wird's spannend hier. Ist ja nicht so, als wenn wir das heute schon mal gemacht hätten. Nein. Natürlich nicht. So. So, hüp. Hüp, hüp. Hip. Okay, hier hätten wir einfach so laufen können. So. Nein, nein, nein. Ja, das kostet hier die Zeit. Das ist die Zeit, die mir fehlt. So, wo ist das nächste hier hoch? Ah, nee, hier ging's. Shit. So. Hip, 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 hippo. Und hoch hier, und hoch, und hoch. Hier waren wir doch eben auch schon bei einem Minute, oder nicht? Nee, doch nicht. Okay, wir sind besser in der Zeit als vorher. Ja, hier diese noch sehen. So, deutlich in der Zeit. Ja, hier haben wir eben verkackt. Nächste, ja, leck. So, nochmal schön nass werden hier. So, 26 Sekunden. Komm, komm. Komm. Zieh jetzt, jo. Zieh. Ha. I. Okay, hier ist Ziel. Yes, geschafft. Geschafft. Der Sieger! Ihr seid der schnellste und stärkste Mann Venedigs. Nun seid ihr dem großen Preis viel näher. Ja, was gucken die so? Was gucken die so? So, nächste Mission. Kommt näher und meldet euch zum Kampf. Habt ihr was? Willkommen, Kämpfer! Das Spiel ist einfach. Es gibt nur eine Regel. Keine Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Alle Gegner besiegen. Keine Waffen. Und nun der nächste Bewerber. Wer will sonst noch teilnehmen? Das ist aber kein Ding hier. Gibt es noch einen Herausforderer? Echo,
Pein-Probleme und die Lags, die... Tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern. So. Der da hält sich scheinbar für einen Meister. Geh, Dante. Zeig ihm, wie schrecklich falsch er da liegt. Ach so, ja, so ein Lappi kommt jetzt hier. Komm. Komm, Gante, du alte Rante hier. Abs Maul. Auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Mit Schwertern, ja klar. Ah, so soll das also laufen, hä? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich bleib fair. Haltet eure Stellung, die es euch beigebracht wurde. Jetzt euch eine Ausstellung, Männer. Signore e signori, die Spiele des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist. Da er nun 4 Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske... Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro! Glückwunsch! Wir sehen dich dann heute Abend. Ach so, ja klar. War klar, dass irgendwie sowas kommt. Nun gut, wer unfair spielen will... Wer unfair spielen möchte und es kann, kann ich es schon lange. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Tut mir leid, Ezio. Wir konnten nicht wissen, dass Silvio so betrügen würde. Wieso denn nicht? Schwester, wir sollten doch sagen, wenn wir das Schwein gesehen haben, das die Maske gestohlen hat. Er ist auf dem Weg zum Fest des Dogen. Ich werde gehen. Ich fange ihn ab, bevor er dort ist und hole mir die Maske. Wie? Indem ihr den armen Teufel umbringt? Ja, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Nein, wenn ihr ihn tötet, sagen sie den Ball ab. Und Marco zieht sich in den Palazzo zurück. Dann hätten wir Zeit verschwendet. Wieder. Stehlt stattdessen die Maske. Leise. Die Mädchen können helfen. Sie sind schon auf dem Weg zum Fest. Auf der ganzen Strecke. Sie können ihn ablenken, während ihr die Maske besorgt. Va bene, das sollte gehen. Die goldene Maske von Dante Moro stehlen, um an der Feier teilzunehmen. Und das Attentat auf Marco Bago durchführen zu können. Ja, das dürfte nicht so das Problem sein, ne? Das ist ganz klar. Schalalalalala. Schalalalalala. Einverstanden. Edelmänner, hebt den Humpen auf den, der glücklich wie die Pest
Na, fuck. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte. Wo ist der denn? Okay, ist ja nicht mehr das Ziel. Da auch nicht mehr, da oben. Hier muss das irgendwo sein. Ich meine es todernst, Tronzo. Gleich platzt mir der Kragen. Und das möchtest du ganz sicher nicht miterleben. So. Stehen wir mal hier eine Codex-Seite. Wunderbar. Warum habe ich eigentlich hier noch die Scheiß? Ey, ich teste mal das neue Schwert. Ja. Ja, aufs Maul. Okay, toll. Wenn er so einen Scheißangriff macht, dann bringt... Alter, ich hasse diese Angriffe, die jetzt hier immer macht. Ziehen aber immer schon zwei ab. Ja, diese Angriffe sind so lächerlich. Ich hasse diese Angriffe, ich hasse sie, ich hasse sie. Ja, komm. Ja, klar, er kann so einen Angriff, ich kann nur so einen, ne? Schwert muss ja noch eingeweiht werden. So. Na, ein bisschen schwach schon. So, jetzt bist du da ein guter Obhut. Obhut meine ich. So. Echt? Aber ich hab das für euch. Hey, fuck. Entdeckt. Scheiße. Muss mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. 31, 32 Minuten gleich in 3 Sekunden. Hä? So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir gleich alles nehmen. So, so schnell kann man die Maske haben, ne? Warum nicht gleich so? Da hat man sich ja alles andere sparen können. Danke, Mädels. So. Und ab. Zu Feier jetzt schon, oder? Hey ho. Hey ho, fertig. Schade. Hey, oh, verehrte Zuschauer. Ich will nur hier die Truhe haben. Wir sind ja hier die ganzen Luxusmillionäre. So. Buonasera, Signore. Danke. Ihr habt es geschafft. Marco ist auf einem Boot, noch in Ufernähe. Er wird in ein paar Minuten eine Rede halten. Nutzt meine Mädchen.
Bewegt euch mit ihnen, um nicht entdeckt zu werden. Gut. Ja, es ist jetzt wieder hier so ein bisschen eine Stealth-Mission, die ich eigentlich nicht so gerne mag. Ich hoffe mal, dass die hier ganz gut über die Bühne gebracht werden kann. Findet ihn. Oh oh. Entdeckt, ja, wie soll ich mich da nicht verstecken, ey? Kacke. Das ist scheiße. Meine Festplatte ist auch gleich voll. Ich bin gleich schon bei 40 Minuten hier. Ging ja relativ fix vorbei. Jetzt habe ich bestimmt noch 20 GB oder so. Ein Streck, das ist ja nicht so scheiße. Hä? Oh, Alter, halt's Maul, ey. Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's nicht. Ah, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann muss ich auf eine andere Festplatte überschweifen. Das nützt alles nichts und scheiße, ich werde gleich schon entdeckt. Ich glaub's nicht, diese scheiß Grenzen. Ja, super. Komm. Oh. Vom Boot. Wow. Die Herren haben aus ersten Damen der ganzen Stadt und Geld übrig gehabt. Könnt ihr bei mir den Alltag empfehlen? Sucht ihr ein bisschen Spaß? Welche so liebliche Weine und noch viel lieblichere Damen. Schaffen wir jetzt leider nicht. Mehr. Sucht ihr ein bisschen Spaß? Ah doch. Signore e Signori, ich präsentiere euch den verehrten Dogen von Venedig. Benvenuti. Willkommen, meine Freunde, zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Ob im Frieden oder im Krieg, in Zeiten des Reichtums oder Darbens, Venedig wird immer Karneval feiern. Merda, er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen. Das besser nicht. Ihr würdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg vor. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Nein! Wo ist der Lanterne? Mach den Dinger aus! Du gehörst mir! Ziel verloren, ja geil. Ja, ja, so soll das klappen. Ich werde jetzt gleich hier kurz mal einen Cut machen. Und er verlässt das Boot. Ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen, die Festplatte wechseln und bis gleich.